die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Heute, 4 Wochen später, können wir feststellen, diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Kontakte um ca. 40% zurückgegangen sind. Das dramatische exponentielle Wachstum der Neuinfektionen konnte gestoppt werden. Und es ist nicht auszudenken, wo wir heute stünden, wenn wir vor 4 Wochen, als es buchstäblich 5:12 war, nicht zu dieser nationalen Kraftanstrengung bereit und in der Lage gewesen wären. Es kann gar nicht oft genug gesagt werden. In der Pandemiebekämpfung geht es nicht um Gesundheit oder Wirtschaft, Gesundheit oder Bildung, Gesundheit oder Kultur, Gesundheit oder Soziales. In solchen Gegensätzen zu denken, ist ein häufiges Missverständnis. Immer geht es um beides, um Gesundheit und Wirtschaft, Gesundheit und Bildung, Gesundheit und Kultur, Gesundheit und Soziales. Wir haben Hoffnung, dass im Bereich der Impfstoffe sehr schnell Zulassungen erteilt werden. Das wird das Problem nicht sofort lösen, aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Und wir werden die Wintermonate sicherlich noch in großer Zahl der Menschen, die nicht geimpft sind, so durchstehen müssen. Aber ich glaube, dass wir dann im nächsten Jahr doch deutlichen Fortschritt erleben. Wir haben es in der Hand. Wir sind nicht machtlos. Wir haben ganz ohne Zweifel noch einmal schwierige Monate vor uns. Aber so wie wir Menschen schon so viele große Probleme in der Geschichte der Menschheit bewältigt haben, so kann auch jetzt in der Pandemie jeder und jede aktiv dazu beitragen, dass wir diese Zeit gut durchstehen.